Das ist Maike. Ihren Namen haben wir geändert. 41 Jahre ist sie alt, Büroangestellte und eine Frau, die ein Geheimnis hat. Vor der Kamera möchte sie lieber nicht erkannt werden, denn Maike führt seit 3 Jahren eine Beziehung mit einem weiteren Mann, ohne dass ihr Freund eine Ahnung davon hat. Damit das funktioniert, nimmt sie die Dienste einer Agentur in Anspruch, die Alibi-Agentur. Es hat angefangen Ende 2019. Da hatte ich überlegt, wie ich halt ein freies Wochenende haben kann, ohne dass mein Partner irgendwie misstrauisch wird, weil ich mich mit jemand anders treffen wollte. Und dann haben die mir ein Seminar organisiert. Das heißt, ich habe eine Seminareinladung nach Hause bekommen, die dann mein Freund auch aufmachen konnte, wo dann auch im Tagesablauf alles so drin steht, wo man auch so ein Ansteckkärtchen bekommt, was man halt beim Seminar tragen soll. Bis zu 400 Euro kann so eine Einladung schon mal kosten. Hinter dem Lügenkonstrukt steckt das Netzwerk von Jan Benjamin Rademacher. Der 41-Jährige leitet den Bremer Ableger der Alibi-Agentur, lügt quasi beruflich und verhilft Menschen zu einer wasserdichten Ausrede. Die Kunden kommen aus den unterschiedlichsten Gründen zu ihm. Das ist zum Eigenschutz, zum Selbstschutz, seine Privatsphäre zu schützen, sein Umfeld zu schützen, seine Situation zu schützen. Einfach um vielleicht Konsequenzen abzuwenden, die durch dieses Lügenkonstrukt entstehen. Egal ob eine Briefkastenfirma in Shanghai, fingierte Restauranteröffnungen oder sogar Lügendetektortests, wo das Ergebnis schon feststeht. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. 7 Festangestellte und ein deutschlandweites Netzwerk aus über 2000 freien Mitarbeitern bieten Lösungen für jedes legale Problem an. Alles, was straffällig wird oder Strafvereitlung betrifft, alles, was Betrügereien angeht, wirklich vorsätzlicher Betrug. Da sind wir sehr sensibel, da achten wir auf dem Telefon ganz genau drauf. Bis zu 40 Anfragen bekommen die Profi-Lügner pro Woche. Auch heute steht ein Kundengespräch auf dem Programm. Außendienstmitarbeiter Kai führt ein Doppelleben mit 2 Frauen und sucht deshalb nach einer passenden Lösung. Du bist doch auch gerade total überlastet, ne? Ich meine, die ganzen Medien und so, das macht dich doch alles fertig. Du bräuchtest doch bestimmt jetzt ein Digital Detoxing. Seminar, wo du einfach mal eine Woche lang für dich ohne die Medien, ohne Smartphone und auch ohne allen Einfluss zurechtkommst, oder nicht? Das klingt nach einem Plan. Schuldgefühle beim Schmieden solcher Pläne kommen bei diesem Kunden aber eher nicht auf. Es ist nicht so, dass ich böswillig unterwegs bin oder so, sondern ich habe zu beiden Frauen auch eine richtige Beziehung. Ja? Ich habe für beide auch Gefühle und so weiter und so fort und es ist auch ein bisschen aufregend für mich, muss ich ehrlich sagen. Ich bin nicht gerne alleine, ich habe halt den Luxus, immer wenn ich weg bin, habe ich dann entsprechend auch immer meine Frau dabei, also passt schon. Seit über 20 Jahren gibt es die Dienstleistungsagentur nun schon. Sie ist mittlerweile in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Spanien aktiv. Doch die Pandemie erschwert die Arbeit, verrät uns der Gründer der Agentur, Stefan Eiben, den wir in Alicante erreichen. Jetzt in der Corona-Zeit haben wir es auch gemerkt, da sind uns auf die Hände gebunden. Da können wir viele Sachen nicht machen. Wir merken aber auch, dass die Kunden halt irgendwie eingesperrt sind, dass sie durch die Regeln, dagegen können wir auch nicht verstoßen und wollen wir auch nicht, dass die darauf warten, dass es alles sich wieder lockert. Und es zieht jetzt schon irgendwie seit 2-3 Wochen wieder deutlich an. Dass sie Menschen beim Lügen helfen, damit haben die Freiraummanager, wie sich die Profilügner ebenfalls nennen, kein Problem. Die Verantwortung liegt ja letztendlich beim Kunden, sagen sie. Moralische Bedenken haben sie nicht. Es geht ja auch letztendlich um ihr Geschäft. Ein schlechtes Gewissen hat auch Maike nicht. Sie hat sich ganz bewusst an die Agentur gewendet und möchte auch in Zukunft die Dienste weiter in Anspruch nehmen. Wenn man das dann wenigstens so macht, dann nimmt man nicht noch andere Leute mit ins Boot und macht die noch zu Lügnern. Weil ich finde es nochmal noch was anderes, glaube ich. Bei den Profis hier, die rufen da an, für die ist das egal, die kennen mich nicht, die kennen meinen Freund nicht. Wenn man jemanden aus dem Umkreis nimmt, dann bürdet man dem ganz schön was auf. Ja, die Wahrheit, sie kann unangenehm sein. Doch ob es moralisch die beste Lösung ist, sich aus einer Zwickmühle herauszukaufen, muss jeder selbst wissen.